Hey mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute möchte ich dir ein ganz praktisches und ermutigendes Bild dafür mitgeben, warum dein Wert, genau deiner, unerschütterlich ist. Und zwar ganz praktisches Beispiel aus dem Alltag. Ich habe mir heute diese Wasserflasche hier gekauft, ja? Und die musste ich mir bei einer Tankstelle kaufen, weil ich so ein Durst hatte. So, dementsprechend war dann auch der Preis dieser Wasserflasche nämlich teurer, als wenn ich das jetzt in einer günstigen Supermarktkette gekauft hätte, ja. Tankstelle hat den Preis schon ordentlich angehoben, ich glaube, das wissen wir auch. Und am Bahnhof sind meistens die Preise auch noch mal ein bisschen höher. Das heißt, wenn ich mir jetzt Wasser im günstigen Supermarkt kaufe, habe ich einiges gespart. Wenn ich mir Wasser an der Tankstelle oder am Bahnhof kaufe, ist es deutlich teurer. Und ich fahre auch manchmal über die Schweizer Grenze, da sind die Preise ja auch noch mal ein bisschen teurer als jetzt in Deutschland zurzeit. So, und was möchte ich dir damit gerne mitgeben? Weißt du, wenn ich Durst habe, dann will ich einfach Wasser haben. Aber es gibt einfach verschiedene Orte, die geben dieser Wasserflasche einen anderen Preis, einen verschiedenen Preis, mal teurer, mal günstiger. Aber an sich bleibt das Wasser immer dasselbe. Und das finde ich ein spannendes Beispiel dafür, wie sich das Ganze so mit unserem Wert verhält. Der Wert von jedem Menschen bleibt immer derselbe, egal an welchem Ort er sich befindet und egal, was andere Menschen über ihn sagen. Wie andere Menschen an einem Ort das sagen und an einem anderen Ort das andere sagen. Der Wert des Menschen bleibt immer der gleiche. Das ist ein unerschütterlicher Wert, den hat Gott dir zugesprochen. Und so wie eine Wasserflasche an einer Tankstelle deutlich teurer ist als an einer günstigeren Supermarktkette, aber trotzdem immer die gleiche Wasserflasche bleibt, so ist es auch mit deinem Wert. Ja, der bleibt immer der gleiche, auch wenn Menschen an einem Ort das eine über dich sagen, vielleicht was Schlechtes und am anderen Ort was Gutes über dich sagen. Aber diese Menschen, die das an diesem Ort über dich gesagt haben, was Schlechteres, dir einen anderen Wert zugesprochen haben, als du eigentlich hast, das definiert dich nicht, sondern Gott allein, der definiert dich. Und er hat, kannst du gerne nachlesen, Psalm 139, wunderbare Gedanken über dich. Er hat dich gewollt, er hat dich geschaffen, er liebt dich und jeder Mensch hat diesen unerschütterlichen Wert bei Gott. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dich ermutigen. Vielleicht denkst du ja da beim nächsten Mal dran, wenn du eine Wasserflasche kaufst. Wäre cool, oder? Wenn du dann dran denkst, dass du einen unerschütterlichen Wert hast. Ich werde es probieren, das mal so zu machen. In diesem Sinne, stay on fire!